eine der ältesten Früchte der Welt, die Aronia-Beere. Von wo kommt die und warum ist die jetzt wieder bei uns aufgetaucht? Ja, die war ursprünglich beheimatet in Nordamerika bei den Indianern und da hat es ein russischer Obstbaupionier wieder nach Europa gebracht, wo sie jetzt mittlerweile in Russland schon als Heilbeere deklariert ist. Warum sie jetzt wieder so populär ist, kann ich auf das zurückführen. Wir Menschen sind jetzt immer mehr Herausforderungen ausgesetzt und um diese auszugleichen, hat man diese Beere wieder neu entdeckt, die sehr viel Antioxidantien hat, einen hohen OPC-Gehalt und absolut einfach der Schutz, der Rundumschutz für uns Menschen ist. Wir sind ja hier bei den Bio-Fachleuten der Hoflieferanten. Ist diese Beere auch biologisch angebaut? Grundsätzlich schon, wobei man bei Aronia ganz sicher gehen kann, dass sie keine Schadstoffe aufnimmt und auch durch diese Jahrtausende Evolutionen, dass sie sich drüber retten hat müssen, so viel Schutzstoffe aufgebaut hat, dass auch kein Schädlingsbefall da ist und nimmt auch keine Strahlenbelastungen auf. Also da ist man ganz auf der sicheren Seite. Esse ich jetzt das Ganze? Esse ich das roh oder was schlagen Sie vor? Ja, da hat uns Aronia Original eine Möglichkeit gegeben. Die hat mehrere Produkte entwickelt. Da kann man jetzt zum Beispiel den Saft, den Aronia Saft trinken, während des Tages nicht auf nüchternem Magen. Oder man nimmt die getrocknete Beere, die kann man essen, ins Müsli geben, einweichen, über einen Salat drüber geben oder in herrliche Kuchen und auch in Fleisch oder vegetarische Speisen verwenden. Wenn es zu kalt ist, kann man sich dann am Abend oder auch am Nachmittag, wie immer man will, sich ein Glas Aronia Glühwein wärmen. Der ist fix und fertig, biologisch, mit erlesensten Gewürzen versehen. Dann brauchen Sie nur ein bisschen aufschütteln und heiß machen, nicht aufkochen und dann können Sie ihn schon mit Ihren Bekannten genießen. Die Nachfrage dürfte auch groß sein. Sie haben ja da ein paar interessante Kunden. Ja, ich habe dann schon Kundschaften und Geschäfte, die sagen, es ist das bestverkaufteste Produkt im Laden. Und eine Kundschaft hat mir unlängst gesagt, in Zukunft wird sie sich den Saft mit dem Tanker liefern lassen. Das ist ja eine vielversprechende Aussicht für diese Beere. Ich bedanke mich für das Gespräch.